Hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 22 der Disney Analexi Challenge. Heute sind wir zurück bei N und Akeno. Doch wir sind heute nicht mit N. Heute sehen wir vor uns Akeno. Denn ich habe mir überlegt, dass wir auch mal mit Akeno zur Arbeit gehen könnten, weil ich habe nicht so Lust auf die Polizeikarriere, aber ich finde die Arztkarriere auch mal ganz schön spannend. Deswegen dachte ich mir so, können wir ja mal einen Tag mit Akeno zur Arbeit gehen. Er ist ja jetzt auch noch nicht so gut in seinem Job. Deswegen dachte ich mir so, ist das ja eigentlich ganz cool. Und wir können ja mal reingehen. So, und jetzt müssen wir mal immer warten, bis hier die Patienten kommen. Es ist auch draußen Schneesturm. Weil es ist ja gerade Weihnachten. Stimmt, ich glaube, morgen ist Heiligabend hier in Sims. Im letzten Part ist nämlich die Liebe. Im letzten Part ist nämlich die Liebe Anne schwanger geworden. Also Anne erwartet jetzt ein Kind und ja, oh mein Gott, die Patienten sitzen da schon. Ich würde jetzt mal so sagen, dass sie nicht gerade davon so begeistert ist, weil sie zweifelt schon sehr an der Schwangerschaft und ja, das hat sie auch Akeno zu spüren lassen, aber Akeno probiert sie da halt immer gut einzureden und sagt halt, doch, doch, wir schaffen das schon, alles gut, ich bin immer für dich da und so, aber Anne ist da, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, ob wir das schaffen, also ja, sie ist ja, glaube ich, noch sehr skeptisch gegenüber dem allen hier. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie sich auf das Kind wirklich so einlassen wird oder halt doch nicht. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie das ausgehen wird und ob sie wirklich so Bock hat auf dieses Kind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es sehr gut behandelt. Also, dass sie sich dann schon irgendwann freut auf das Kind. Aber was ich mir bei Anne gut vorstellen könnte, ist, dass sie später extrem streng sein könnte. Weil, ich sag mal so, ihre Mama war nie wirklich streng. Die hat eigentlich ihren Kindern alles erlaubt und so. Und die durften ja machen, was sie wollen, so gesagt. Und Anne will das halt nicht. Anne will ihre Kinder von Anfang an streng aufziehen lassen und will halt auch, dass sie einen Plan von ihrem Leben haben und so. Und deswegen zieht sie dann halt ihr eines Kind sehr streng auf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für das Kind vielleicht auch nicht das Schönste ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach so Ens Charakter, vielleicht auch durch die Polizei, dass sie sehr verantwortlich und streng ist und sehr an Rechte interessiert ist. Also sich halt will, dass jeder gerecht behandelt wird. Deswegen glaube ich, finde ich das so ganz cool. Und wenn wir das so machen, dass N halt sehr streng das Kind aufzieht. Wenn ihr da noch irgendeine andere Idee habt, schreibt sie in die Kommentare. Weil ich will auch hier nochmal einmal sagen, dass ich eure Ideen auf jeden Fall in mein Spiel mit einbringen lassen will. Also, wenn ihr coole Ideen habt für Anne und für das Kind, schreibt es in die Kommentare, weil ich will das auf jeden Fall berücksichtigen und würde es dann auch sehr gerne mit in die Geschichte einbringen. Weil ich finde es manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, ich komme immer nicht so auf die besten Ideen, also irgendwie, weiß ich nicht, also ich komme immer nicht so plan, was ich manchmal machen soll. Also manchmal ist einfach nicht so. Wie gesagt, ich habe halt nicht immer so die besten Ideen, wenn es so um Spiele geht. Was passiert jetzt? Was soll jetzt nicht passieren? Also falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt in allen meinen Let's Plays, schreibt die immer gerne in die Kommentare. Ich finde es auch total schön, weil auch in der Disney und in der Wax Witches Challenge schreibt auch immer jemand ganz tolle Ideen in den Kommentaren. Das macht mich voll glücklich und die würde ich auf jeden Fall gerne mit einbringen und werde ich auch. Und ja, wenn ihr hier noch coole Ideen habt, dann. Jetzt habe ich fünfmal das gleiche gesagt und er wünscht sich jetzt irgendwas mit Alice plaudern. Ja, vielleicht laden wir mal Alice ein. Können wir ja machen. Ja, jetzt ist er gesund. Da sind noch Patienten. Okay, dann nimm mal bitte einmal
den Patient hier auch. Wir müssen nochmal Ohren untersuchen. Irgendwie, wir schaffen das halt nicht mit den drei Patienten behandeln. Weil er, wir haben ja bei ihm schon alles gemacht. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu ihm. So, und behandeln ihn jetzt einmal. Wir impfen mal einmal den Patienten, damit wir den behandeln. Der hat wohl die Lama-Grippe. Und wir haben es geschafft. Okay, dann gehen wir mal. Ja, dann gib ihm immer eine blähende Spritze. Wir behandeln die jetzt einfach alle. Super. Und dann haben wir noch irgendeinen Typ. Okay, da ist gerade jemand. Ich wollte. Okay, dann übergib doch mal bitte einmal ihn hier an jemand anderes. Ja, mach einfach, übergib den Menschen mal einmal und nimm mal hier jemanden auf. Die heißt einfach Yoshitle Huntington 2. Bist du reich? Gell? Bist du reich? Dann kontaktiere mich nicht, Scherz. Alles gut. Okay, machen wir mal erstmal eine Röntgenuntersuchung, weil das würde ich schon gerne heute schaffen, mit den drei Patienten behandeln. Vielleicht können wir das auch bei ihr machen. Oder ist sie denn schon so weit? Nee. Für sie ein Patient muss eine Krankheit diagnostiziert haben. Ja, dann behandle doch mal bitte einmal den Patienten. Dann hast du drei Patienten behandelt. Das geht ja voll schnell. Okay, gut, ich schon mal auch ein bisschen, aber ich mach das jetzt einfach so. Ja, ich lese mir das irgendwie fast nie durch da oben. Kannst du dich mal jetzt erstmal einmal ganz kurz um ihn kümmern und dann kannst du dich mal einmal ganz kurz um ihr kümmern und bringe sie zur Untersuchungsliege. Okay, er hat jetzt drei Patienten behandelt. Das heißt, es könnte sein, dass wir heute gefördert werden. Oh, die beiden verstehen sich ja null. Ja. Wollt wohl mit uns Kontakte haben, aber wir haben gesagt, nein. Wir kriegen ein Kind. Einfach Essen bringen, krass. Untersuchen wir ihr gleich mal die Ohren. Der Arbeitstag von Akino endet in einer Stunde. Ja. Passt schon. Dann sprechen wir mit ihr über den Allgemeinzustand. Und was können wir noch machen? Übergeben, ja. Übergeben wir den Patienten. Weil dann können wir die Pfütze einmal auswischen. Okay, dann lasse ich jetzt nur den Arbeitstag ein bisschen ablaufen. Vielleicht werden wir ja wirklich befördert. Wir wurden befördert. Yay, wir sind jetzt Oberkrankenpfleger, verdienen jetzt 14 Euro mehr pro Stunde. Und wir haben, okay. Und wir verdienen jetzt, haben heute 360, 64 € verdient. Richtig cool. Ja, ich glaube, jetzt ist er Stufe 3 in dem Job. Na gut, Ende Stufe 10, also. Er ist ein bisschen besser als du im Job, aber er kommt langsam ran. Okay, Anna ist jetzt wieder da. Kino hat sich jetzt gerade hier um den Ge Oh mein Gott, ist das süß. Oh Gott, oh Gott. Also, Akino hat sich gerade um den Garten gekümmert und Akino kann ja mal einmal zu N gehen. Sie einfach mal küssen. Okay, oh Gott, das ist süß. Oh, neues Gefühl. Ich habe nie für das Gefühl bekommen. Erstmal muss ich mal einmal ganz kurz hier ein Foto machen. Dann schauen wir uns das Gefühl an. Oh Gott. Okay, aber Anne, kannst du danach mal. Ach, Olaf schläft. Ich wollte schon sagen, du kannst ja einmal ganz kurz zu Olaf gehen. Kannst du mal bitte einmal Abendbrot machen, weil Anne hat Hunger. Und deswegen gibt es jetzt einmal Hackfleisch Tamatis. Hört mal auf zu quatschen. Ja, ich will das Gefühl sehen. Oh Gott. Gegensätze ziehen sich an. Anne hegt romantische Gefühle für Akino, obwohl die beiden extrem verschieden. Ja, das stimmt wirklich. Die beiden sind wirklich sehr verschieden. Aber ich bin voll süß. Und hier, Grüße und herzlich glückliche Erinnerung. Hatten ein gemeinsames Kind. Ich glaube nicht, Anne ist gerade schwanger. Weil die beiden sind halt wirklich voll unterschiedlich. Anne, ich sag mal, Anne ist halt eher so streng und so, auch ein kleiner Freigeist so ein bisschen, aber trotzdem sehr streng. Und Akeno, ich als einen total lockeren Typ. Also ich sehe Akeno überhaupt nicht als streng an irgendwie. Ich sehe den als einen total lockeren und entspannten. Ja. Okay, kannst du ja dich mal dann hier einmal fertig machen?
und einmal duschen gehen. Und dann kannst du dir einmal ganz kurz ein Alltagsoutfit anziehen. Stimmt, ich wollte in ein Umstyling geben. Muss ich einmal machen, weil es jetzt Mama. Also bald. Deswegen kriegt sie jetzt Mami Umstyling. Ich sehe zwar Annie jetzt nicht so, dass sie für, dass, weil sie jetzt Mama wird, sehr Mam, sehr Gott. Also, ich sehe sie jetzt nicht dazu, dass sie jetzt sehr erwachsene Kleidung oder eher gesagt, ich weiß nicht, ob es so einen Mama-Look gibt, aber ich glaube nicht, dass Anne, nur weil sie jetzt schwanger ist, diesen Mama-Look kriegt. Also ich glaube, sie ist noch in ihrem total eigenen Stil. Ach, falls ihr irgendwelche, meine Wimpern baggen voll. Falls ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt die mal, weil die baggen richtig. Vielleicht liegt das an den neuen Wimpern, die es ja jetzt hier gibt. Aber das regt mich voll auf. Das ist irgendwie voll komisch, weil egal was ich nehme, ich sag's, wie es ist. Aber beides zusammen geht ja auch noch. Okay, ich style sie mal kurz um. Dann bis gleich, ihr Lieben. Okay, ich bin jetzt fertig mit N und oh mein Gott. Ich bin so zufrieden und doch, es ist nur das, was ich eigentlich wollte. Ich finde, sie ist erwachsener geworden, aber überhaupt nicht in die Richtung, ah, ich werde jetzt Mama, sondern sie, ihr Look, sie ist immer noch ein total sportlicher Stil und diesen Look hat sie noch, bloß den halt erwachsener. Und ich finde diese neue Frisur, finde ich so cool an ihr. Dieses kurze, dieses so ein bisschen auch frech. So ein bisschen das Freche, aber ich finde es so geil. Genau, das sind jetzt ihre drei Alltagsoutfits. Dann habe ich hier das Formelle, die Sportkleidung, die Nachtwäsche, Abendkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Ja, ich bin sehr happy. Okay, dann geht's weiter. Okay, es ist jetzt der nächste Morgen. Anne muss jetzt, beide stehen jetzt einmal auf und nehmen sich Reste. Heute ist Weihnachten, deswegen kannst du ja mal ein festliches Frühstück machen. Weil heute ist Weihnachten, wir wollen ja schön in den Tag starten. Das heißt, wir müssten heute auch nicht, zur Arbeit. Aber weil ich ja kleiner Geheim bin, gehen wir erst morgen zum Ultraschall, also im nächsten Part. Und das heißt, wir werden dann wahrscheinlich auch erst im nächsten Part die Entbindung haben, wenn das, ja, also im übernächsten Part dann erst wahrscheinlich. Und werden in diesem Part schön Weihnachten verbringen. Das heißt aber auch, dass wir einen kleinen Weihnachtsbaum brauchen.
Den will ich hier haben. Also sei jetzt bitte danke. Er soll hier hin. Genau da. Da finde ich ihn schön. So, dann gehen wir mal noch einmal. Wo hieß genau? Jahreszeiten. Weil dann können wir auch einmal schauen, was hier noch so ist. Was gibt's denn? Wir brauchen auf jeden Fall hier so eine Deko-Kiste, damit wir schön viel Deko kriegen. Okay, dann haben wir sowas. Also, ich sehe ja schon Dings da. Wo leben wir? In Mount Komorebi sehe ich die ja schon als sehr weihnachtlich an. So, das finde ich süß. Dann haben wir nämlich hier einmal so einen kleinen Schmucki. Vielleicht noch hier so einen Mann vor der Haustür. Finde ich auch sehr süß. Muss ich schon sagen, weil Mount Komorebi ist die Stadt, wo es schneit. Da können wir dann auch wirklich richtig schön viel Schnee machen. Hier so ein Hängekranz, der kommt über die Tür. Finde ich auch sehr schön. Hier hätten wir noch so Blumen, die könnten wir auch drinnen reinpacken. Dann packe ich die mal einmal hier drinnen rein. Hier hin oder so. Und dann noch hier welche hin. Da kommen noch welche hin. Dann könnten wir noch was machen. Vielleicht hier so ein weihnachtliches Deko. Einfach über die Bilder. Passt schon. So, was haben wir noch? Ich glaube, das war es jetzt. Okay, da sowas bin ich jetzt nicht so schön, muss ich sagen. So Sternchen können wir hier schon noch hin platzieren. Die sind ja eigentlich immer ganz schön. Und ja, passt schon. Okay. Was haben wir noch an Weihnachtsdeko? Wir hätten hier noch sowas. Finde ich eigentlich auch ganz süß. So an die Fenster. Und dann können wir hier noch ein bisschen mehr Weihnachtsdeko machen. Dann können wir hier einmal sowas. Das finde ich voll schön. Dann muss die Küche natürlich noch ein bisschen weihnachtlich gerichtet werden. Dann kommt jetzt sowas Kleines hier hin. Der Schmuck hier. Ah, ich wollte es eigentlich so als Fenster. So ans Fenster wollte ich das eigentlich gerne machen. So, finde ich schön. Ah, noch ein bisschen weiter nach unten. Passt schon. Okay, was können wir noch? Wir können auch so Pflanzen hinpacken, aber sowas brauchen wir eigentlich nicht. Sowas brauchen wir jetzt wirklich nicht. Licht des Gutens. Super. Haben wir ein bisschen weihnachtliche Deko. Okay, kannst du mal einfach mal Dekoration anbringen? Och, ist das schön. Ja, finde ich sehr schön. Okay, ja, gefällt mir. Nach Deko. Oh mein Gott, ich finde das so schön, Leute. Es sieht so schön aus, dieses Haus. Och, ich lieb's. Ich lieb's. Das hat das letzte Mal bevor das Kind kommt, dass sie Weihnachten zu zweit feiern. Gott, ist es schön. Ja, dann schauen wir bitte nochmal nach Winterdeko wühlen. Und ich warte hier, bis Akino das festliche Frühstück fertig hat. Ah, nee, stopp. Kannst du mal wieder einmal ganz kurz zu Olaf gehen und ihn einmal streicheln? Und ihn auch einmal füttern? So, kannst du auch nochmal. Nein, du willst jetzt nach Winterdeko. Los! Wer ruft dich an? Oh, mein Date war schön. Ist das toll. Okay, und jetzt rufst du zum Fest mal los. Los, ruf zum Fest mal. Und dann könnt ihr euch dann hier bitte einmal hinsetzen. Sie freut sich. Ist nicht euer Ernst. Ich wollte, dass ihr da zusammensitzt. Setzt euch doch jetzt bitte mal hier hin. Es ist wirklich grauenhaft mit euch zwei. Supi? Danke. Haben Sie dann. Jetzt haben wir sogar noch nicht mal mehr Strom. Toll, wir lieben es. Hau ihn nochmal bitte einen Kuss. Und jetzt, nach 50 Minuten, könnt ihr endlich miteinander reden. Danke. Super. Und dann kannst du ja. Ja, du kannst Komplimente mögen. Ich würde bloß einfach mal gerne die Strom bezahlen, dass wir die Rechnung bezahlen. So, wieso ist sie jetzt traurig? Schön, wegen der Schwangerschaft. Ich lieb's. Toll, wir haben. Ich freue mich richtig toll. Oh ja, kannst rangehen. Okay, Strom ist bezahlt. So, dann räum du doch mal bitte einmal auf.
Und, oh Gott, ich muss mal aber ganz kurz das mit der Deko klären. Das ist mir hier viel zu viel. Ich wollte eigentlich nur ein paar Dekoartikel haben. Jetzt haben wir aber eine ganze Dekowand. Schön. Okay, den Nussknacker. Okay. Für heute komme ich mit klar, aber ab morgen ist es zum Glück wieder weg. Okay, dann. Das finde ich sehr süß. Das kann man nämlich auf dem Tisch hier platzieren. Finde ich wunderschön. Okay, wir haben hier noch einen Nussknacker. Dann soll der doch bitte einmal dahin kommen. Okay, das war es auch an Deko zum Glück. Weil ist ja nicht so, dass wir schon genügend haben. Okay, dann kannst du dir mal bitte einmal was anziehen. Vielleicht sowas hier, weil das finde ich ganz schön. Okay, und du umarmst mal einmal ganz kurz den Hundi, lobst ihn einmal und schickst ihn danach auf die Yacht. Damit er noch ein bisschen rauskommt, dann wechselst du auch mal dein Outfit in was etwas Schöneres. Und du gehst einmal auf Toilette und darfst dich dann mal einmal ganz kurz hier hinsetzen. Und du kannst danach auch auf Toilette gehen. Und dann fängt ihr an, den Baum zu schmücken mit Anne. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt auch den Part beenden. Ich weiß, es ist ein kleiner Cliffhanger, aber ich will Weihnachten im nächsten Part ganz entspannt mit den zwei genießen und auch einfach den Tag auf mich wirken lassen, sowie dann wahrscheinlich auch den Ultraschalltermin. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat. Als ich jetzt mir gerade nochmal N angeschaut habe, ist mir nochmal eingefallen, dass ich euch nochmal fragen wollte, wie ihr zu dem Nachnamen steht, ob ihr findet, dass N den Nachname von Aquino annehmen sollte oder beide White mit Nachnamen heißen. Ich tendiere ja eher dazu, dass N den Nachnamen von Aquino annimmt, weil sie, glaube ich, mit der Vergangenheit abschließen will. Sie will mit ihrer eigenen Familie so ein bisschen abschließen, weil der Kontakt zu ihrer Mama und zu ihrer Schwester war ja in der Zeit, wo sie hier ausgezogen ist, nicht so gut. Und sie will halt einfach ein neuer Mensch werden und sie will ihr eigenes Leben so ein bisschen leben. Deswegen glaube ich, finde ich es ganz cool, wenn sie dann Yamato mit Nachnamen heißt und den Nachnamen von Akino annimmt. Genau. Also falls ihr da aber anderer Meinung sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, genau. Ja, sehr Dann wünsche ich euch jetzt alle cool. noch einen wunderschönen Tag und dann tschüssi.